Ja, was wirklich fehlt, ist irgendwie vielleicht ein Gelbton. Ja, ich liebe es ja, wenn ich recht habe, aber diese Prognose war jetzt wahrlich nicht wahnsinnig schwierig. Die Frühlingsfarbe des iPhones ist da und es ist, Überraschung, Überraschung, gelb. Ja, wenn man sich das Sortiment der iPhone-Farben angeschaut hat, war es schon sehr, sehr offensichtlich, dass ein Gelb fehlt und das gibt es nun. Ja. Die Meldung kam soeben rein, das iPhone 14 gibt es jetzt auch in Gelb. Ich war gerade fleißig damit beschäftigt, meinen Artikel über die neuen Sonos-Lautsprecher fertig zu machen. Da war die Sperrfrist um 15 Uhr, also den musst du um 15 Uhr raus, schauen, dass das YouTube-Video um 15 Uhr rausgeht und dann kommt Apple mit dem gelben iPhone um die Ecke. Ja, reden wir über das gelbe iPhone. Wie gesagt, wir reden hier im Kanal sehr, sehr gerne über Farben, über viele Farben. Diesmal ist es ein bisschen wenig, ehrlich gesagt. Ich hätte mir ja gehofft, dass es auch beim Pro was gibt. Vielleicht ein Orange oder sowas. Ich habe mir extra zwei Armbänder mitgebracht fürs Video. Das Orange habe ich mir auch mitgebracht. Natürlich wieder das Gelb, was ich schon die ganze Woche über getragen habe. Ah, aber es gibt nur ein neues gelbes iPhone. Kein neues andersfarbiges iPhone Pro. Letztes Jahr gab es ja ein neues Pro und ein neues normales. Dieses Jahr nur ein neues normales. Naja, das Plus auch, aber schauen wir schnell zusammen. Weitere Infos. Wundervoll. Ja, jetzt sieht man die ganze Kollektion hier. Es dreht sich schon weg, kommt wieder zurück. Groß und größer. So, wo haben wir das Gelb? Wir wollen das Gelbe sehen. Dann kaufen wir es halt. Plus. Ich bin ja großer Fan des Plus-Modells. Ist das Handy, was ich mir kaufen würde, wenn ich nicht Techniktester wäre. So, da haben wir es in Gelb. Anhand der Fotos ein sehr, sehr mattes, feines Gelb, was sehr, sehr gut zu den anderen Gelb passt. Ich muss mal schauen, ob ich noch ein Foto finde, wo man alle nebeneinander hat. Moment. Ah, hier haben wir eins, genau. Das ist die ganze Kollektion. Hier sieht man es lauter sanfte Farben. Und als ich die hier ja gesehen habe, war es schon ziemlich offensichtlich, dass das Fehlende noch ein Gelb sein muss. Hat sich schon ein bisschen aufgedrängt, ein gelbes iPhone. Im Grün hätte da irgendwie nicht so recht zugepasst. Ein Gelb, die Lücke war, hat eher nach Gelb gerufen, wenn man mich fragt. Aber ja, wir müssen es uns dann natürlich in echt anschauen, wie das Gelb wirklich ausschaut. Bin ich sehr gespannt drauf. Mein Favorit ist ja immer noch das Lila der normalen iPhones. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Immer wenn es neue Farben gibt bei Apple im Frühjahr, gibt es auch neue Uhrenarmbänder und das interessiert mich ja noch viel, viel mehr. Da müssen wir gleich gucken gehen. So, Uhr. Ah, ich finde mich auf der neuen Apple-Webseite nicht mehr zurecht, seit sie da dieses neue Menü drauf haben. Jetzt habe ich auch Uhr gedrückt. Jetzt Armbänder, so. Genau, da gibt es nämlich auch ganz viele neue Farben, die sehr gut dazu passen. Alle Farben sind schon da, ja, genau. Die Solo-Loops, Pastellgrün. Kanariengelb heißt die Farbe offensichtlich. Ein Oliv gibt es, das aber eher so. Na, schwierig einzuschätzen. Könnte auch so ein gräuliches Grün sein. Nebelviolett, ganz ein schöner Name. Ist auch neu. Das ist immer praktisch, dass Apple hier drauf schreibt, was neu ist und was nicht neu ist. Sturmblau und Polarstern gibt es. Polarstern habe ich ja damals getestet. Das habe ich mir gekauft. Nebelviolett gibt es auch beim Solo Loop geflochten und hellorange. Orange gibt es auch so viele bei Apple, irgendwie von Mango über Papaya und wie die alle geheißen haben. Ansonsten, das sind die Klassiker, die gibt es alle schon. Sportarmband gibt es in Himmel, hellorange, auch diesem Oliv. Die anderen Farben kennen wir schon. Das ist ein bisschen bedauerlich, bei der Ultra hat sich gar nichts getan. Da hätte ich mir neue Farben gewünscht. Aber bei den Pro-iPhones wie bei den Ultra-Uhren schaut man ein bisschen in die Röhre. Das ist ein bisschen schade. Sportloops gibt es keine neuen. Nike macht auch Pause. Lederarmbänder.
Auch nichts Neues, sehr schade. Da hätte ich mir auch ein bisschen mehr gewünscht. Bei den Metallarmbändern macht Apple sowieso die ganze Zeit nichts. Aber schaut mal, wer den Tag rettet. Es ist wieder mal Hermes. Ja, die haben ganz, ganz schöne neue Farben. Wilde Kombinationen. Klar, die sind immer sauteuer. Das kostet 600 Franken. Die hier sind auch nicht viel billiger, aber sehr, sehr mutige, schöne Farben, die der Hermes hat. Ja, dieses Leder ist wirklich sehr schön. Gibt es aber nur für die kleine Apple Watch. Aufgepasst. Da, die Single Tour gibt es auch in neuen Farben. Lustigerweise ist auch weiß wieder neu. Das ist das, was ich mir gekauft habe. Ist es vielleicht ein anderes Weiß? Aber noch ein Weiß kaufe ich mir sicher nicht. Rosa gibt es wieder. Rosa Azalee, sehr schöner Name. Dann die Klassiker. Nein, da unten hat es auch noch neue. Die, das sind wieder dieselben. Dann haben wir die Armbänder durch, wo es natürlich auch immer neue Sachen gibt, aber da müssen wir jetzt nicht groß drüber reden, sind iPhone-Hüllen und so. Obwohl, können wir auch schnell schauen. Bei den Leder hat sich auch hier nichts getan, aber hier gibt es auch die Frühlingsfarben, da bei den Gummihüllen. Ich bin ja nicht so Fan der Gummihüllen. Komm, jetzt wo wir schon dran sind, was hat sich beim iPad getan? Gibt es da auch noch neues Zubehör? Keyboards neu. Was ist denn da neu? Magic Keyboard. Das Folio ist ja... Ach so, es bezieht sich einfach aufs Folio. Was? Das dachte ich schon, ich hätte da was ganz Neues entdeckt. Nein. Zubehör, da ist neu. Da werden neue Farben sein. Ja, genau, da. Keine neuen Dongles. Nein, Dongles gibt es ja jetzt bei Sonos. Sonos hat jetzt Dongle für Lautsprecher. Hätte das Apple gemacht, hätte es einen Aufschrei gegeben. Genau, die Smartfolios, die mag ich ja sehr. Fürs iPad 10 gibt es jetzt in diesen Farben. Das iPad Air gibt es die Farben eigentlich auch. Da gibt es Leuchtorange. Da gibt es Wassermelone. Ja, ist ein bisschen verzettelt, was es alles für Farben gibt. Aber das ist viele bunte Apple-Farben, die wir da gesehen haben. Das Frühlings-Update ist da. Kurz zusammengefasst, es ist nicht ganz so umfassend, wie ich mir das vielleicht gewünscht hätte. Ich hätte mir gewünscht, dass es auch eine neue Farbe für das iPhone Pro gibt. Viele Leute haben ja spekuliert, dass es vielleicht orange wird. Ja, passend zu Apple Watch Ultra, dieses International Orange, das wäre ja cool gewesen, aber ist halt nicht. Dafür ist das iPhone jetzt in Gelb, was die Fans von Gelb natürlich freuen wird. Und bei den Uhrenarmbändern auch ein sehr, sehr bescheidenes Upgrade, einfach ein paar Frühlingsfarben, aber nur bei sehr, sehr wenigen Armbändern. Bei den Lederarmbändern hat sich nichts getan. Bei den Hüllen lustigerweise auch dasselbe. Da hat es auch einfach ein paar neue Gummihüllen gegeben, aber keine neuen Lederarmbänder oder sowas. Oder neue Lederhüllen, das wäre auch schön gewesen. Bei den Portemonnaies hat sich auch nichts getan. Die beste Neuerung, ehrlich gesagt, hat Hermes, finde ich. Da sind wir, die haben sich Mühe gegeben. Apple hat da ein bisschen Pause gemacht dieses Jahr. Letztes Jahr hat es so ausgeschaut, haben sich viele Leute geärgert. Oh Mann, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mit dem Kauf gewartet. Dieses Jahr habe ich das Gefühl, ist dieser Ärger ein bisschen weniger. Dafür bin ich dann auch gespannt, ob es so eine große Werbekampagne von Apple rund um die Farbe Gelb gibt und ob man dann im Alltag auch so viele sieht. Ich habe das Gefühl gehabt, dass die grünen iPhones, das Pro und das Nicht-Pro, waren wirklich Publikumslieblinge. Dieses Jahr gibt es ja nur wieder das iPhone. Mal schauen, ob das auch ein Publikumsliebling wird und ob man das im Alltag dann auch hin und wieder mal sieht. Ist immer ein bisschen schwierig mit dem im Alltag sehen, weil viele die ja in der Hülle verstecken. So, aber falls ihr da noch Fragen dazu habt, könnten wir die ja heute Abend im Livestream diskutieren. Das trifft sich jetzt wunderbar, dass wir heute Livestream haben. 20.30 Uhr hier auf YouTube. Oder falls ihr lieber wollt, könntet ihr natürlich auch unten an dieses Video stellen, was das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Was ihr findet, so ein langes Video nur über das gelbe iPhone. Daumen nach unten. Und ich sage euch, na wartet mal, bis wir das gelbe iPhone hier noch in echt anschauen. Ich denke, da schaffen wir dann über 10 Minuten. Aber mal schauen.
Also, dass ihr das Video dann nicht verpassen wollt, unbedingt Abo abschließen. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, heute Abend im Livestream oder ja, morgen oder übermorgen im nächsten Video.